Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einer Top 10 Liste und zwar die Top 10 Momente in Yu-Gi-Oh! 2015. Da wir uns ja langsam dem Jahresende nähern und deswegen gebe ich euch heute nochmal so einen kleinen Jahresrückblick, Überblick, was halt so dieses Jahr alles passiert ist. Interessante, coole Sachen in Yu-Gi-Oh! Halt. Und da haben wir auf Platz 10 Yu-Gi-Oh! Das war so ein, wie soll ich das nennen, eigenes Format. Und zwar Gold Control angelegt, inspiriert. Das hatte dieses Jahr irgendwie an Popularität gewonnen und es gab auch viele Side-Events deswegen zum Gold-Format halt. Und bei uns haben es auch einige gespielt, aber war echt nur ganz kurz eine ganz kurze Modeerscheinung, weil die Leute einfach geleitet haben wegen dem aktuellen Format. Haben die ein bisschen mal was anderes gespielt und dann haben die halt Goldformat gespielt und darauf ist dann dieses Yu-Gi-Oh! Entstanden, aber hat sich nicht wirklich durchgesetzt, kam nur ganz kurz und dann wieder weg. Deswegen Platz Nummer 10. Auf Platz Nummer 9 haben wir die OCG Banlist vom 1. Juli 2015. Und zwar gab es auf der keine einzige Veränderung, was auch neu war. Auch wenn unsere Listen nicht mehr gleich sind und immer abweichen, kann man sich doch immer ein bisschen an der OCG-Bandliste orientieren und abschauen und ein paar Vermutungen anstellen, was bei uns vielleicht gehittet werden könnte. Aber war halt überraschend, keine einzige Veränderung. Und das war dann, glaube ich, bei uns die Liste, wo also die nicht regulär gekommen ist, und dann sondern einfach irgendwann. Dann haben wir auf Platz 8. Und das ist nicht nur, weil die uns sponsern, sondern auch echt, weil ihre Produkte echt krass sind, haben wir da Ultimate Guard. Und das Erscheinen von Ultimate Guard, also die gab es eigentlich schon länger, aber also dieses Jahr sind die halt echt richtig beliebt und bekannt geworden. Und es ist halt echt nicht leicht, in so einen neuen Markt einzutreten und dann auch noch vielleicht möglicherweise sogar die Spitze zu übernehmen. Also Ultra Pro ist ja eigentlich der Marktführer und die gibt es eigentlich schon ewig. Also als ich Yu-Gi-Oh! Angefangen habe, vor 10 Jahren oder so, über 10 Jahren, gab es Ultra Pro schon, sogar davor, Pokémon-Zeiten, bevor Yu-Gi-Oh! Überhaupt erschienen ist, kannte ich auch schon Ultra Pro. Und dieses Jahr habe ich halt von Ultimate Guard erfahren. Zuerst hatte irgendwie nur ein paar Leute die Deckbox, dann hat jeder gefragt, woher habt ihr diese krassen Deckboxen, und jetzt sind die halt echt überall vertreten. Dann kommen wir zu Platz 7. Und zwar wurde YCS Lil, das war erst vor kurzem, abgesagt. War, glaube ich, auch das erste Mal, dass eine YCS ein Event abgesagt wurde. Wir wissen alle die traurigen Umstände deswegen, aber kann man halt nichts machen. CCG hat ein Ersatzturnier-Event veranstaltet. War nicht schlecht. Danke an die nochmal. Und ansonsten echt ein trauriges Ereignis. Dann auf Platz 6 haben wir ARG und ihr ARG-Format bzw. ihre eigene ARG-Bandliste. Wir haben ein TBT-React dazu gemacht. War, glaube ich, sogar das allererste TBT-React. Betrifft uns in Europa halt überhaupt nicht. Deswegen haben wir eigentlich nicht viel dazu zu sagen, aber in der Yu-Gi-Oh! Geschichte, also in den Top 10 Momenten auf jeden Fall relativ wichtig. Dann haben wir auf Platz 5 Minerva, wurde als YCS Preiskarte angekündigt. Auch dazu haben wir ein TBT React, falls ihr das nochmal anschauen wollt. Ist auf jeden Fall eine klasse Karte und nur durch sie allein ist Lightsworn Performage überhaupt spielbar. Und dass sie halt eine Preiskarte ist, ist halt interessant, sag ich mal. Gab schon lange keine Preiskarte mehr, die spielentscheidend ist. Die letzten Karten waren zwar nicht schlecht, aber waren halt jetzt auch nicht unbedingt nötig. Und die ist halt doch relativ wichtig. Dann kommen wir zu Platz 4. Da haben wir Patrick Hoban und die Geschichte mit dem Side-Decken und den Djinn, dass er einen im Side-Deck hatte und dann hat er den aus dem Main-Deck rausgesidet, aber dafür den aus dem Side-Deck wieder reingesidet. Also wer weiß, was man davon halten soll. Mir ist es eigentlich egal, aber gab große Diskussionen deswegen. Und also ich glaube, er hat auch viel Respekt verloren, seit die Geschichte rauskam. Also ich höre von ihm nicht mehr so viel seitdem. Also ich denke, er ist ein bisschen untergegangen deswegen und keine Ahnung, soll er nicht so viele leiden. Dann haben wir auf Platz 3 den Necros-Hype. Falls sich die Leute noch dran erinnern können. Das Secret Forces war ja so ein Special Pack, also nicht von der normalen Booster-Serie. Und nicht nur die Preise waren überklass gehypt, Brio über 100 Euro.
Und Valkyros auch 80, 60, 70, keine Ahnung. Sogar Trishula war nicht schlecht unterwegs. Und als die Booster-Packs rausgekommen sind, gab es halt den überkrassen Hype, dass die alle Short-Printen sind und das Brio nur in jedem dritten, vierten, fünften, sechsten Display ist. Und dann auf einmal hieß es irgendwie, Valkyros ist nur in jedem dritten und dasselbe mit Trishula, also der Hype war echt abnormal. Ich selbst hab genau ein Case gekauft, hab drei Brionak, zwei Trishula und drei Valkyros gezogen, also waren doch relativ selten. Und die Preise waren auf jeden Fall überkrass. Auf Platz 2 haben wir die Booster-Verteilungsänderung, keine Ahnung, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall haben wir auch dazu ein TPT-React gemacht. Es wird jetzt dann im nächsten Booster-Set, das rauskommt, Bosch, Break of Shadows, in ein paar Wochen eine neue Verteilung geben, in dem jetzt in jedem Booster mindestens eine Super Rare drin ist, zwei Secret Rares pro Display mindestens und vier Ultra Rares. Mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ich habe noch keine wirkliche Meinung dazu. Bin echt gespannt, wie die Preise und sowas alles dann werden. Aber auf jeden Fall eine echt große Veränderung, dass wir halt dieses ganze Booster-System überhaupt ändern, was ja eigentlich relativ gut lief. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und auf Platz 1 haben wir die Typen von CCG bei Stefan Raab im deutschen Fernsehen. Einfach so mal Yu-Gi-Oh! Coole Sache, wieso nicht? Wie der Auftritt jetzt am Ende war, ist jedem selbst überlassen, aber auf jeden Fall coole Sache, dass sie es überhaupt dahin geschafft haben und dass Yu-Gi-Oh! Wieder mal irgendwie im Fernsehen erwähnt wurde. Und deswegen für mich meine persönliche Nummer 1. Ich habe es sogar angeschaut, live, obwohl ich eigentlich nie deutsches Fernsehen anschaue, aber habe ich mir trotzdem gegeben und ich fand es eine echt coole Sache. Ihr könnt unten in die Kommentare natürlich wie immer schreiben, was ihr von der Liste haltet. Vielleicht habt ihr noch irgendeinen Moment, den ihr gerne erwähnt hättet. Ansonsten war es das. Kleiner Überblick über das Jahr 2015. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächsten paar Videos werden auch noch so ähnlich sein. Ein paar Überblicksvideos, verschiedene Themen. Macht euch darauf gefasst. Ansonsten diese Woche gibt es ein paar Weihnachts- und Neujahrsturniere im Funtainment bei uns. Da werden wir vorbeischauen. Falls jemand in der Nähe ist und Zeit hat, kann er gerne vorbeischauen. Ansonsten leidet nicht. Hey Leute, ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, checkt und subscribt unsere anderen Videos auch noch bitte. Und checkt auch unsere Facebook-Seite ab. Da findet ihr sicher auch informative und interessante Sachen. Leidet nicht.